Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Leitwolf Training 30 Minuten. Ich habe heute das erste Mal ein Ehepaar da, Jessica und Carsten, mit Stan und Olli. Ihr kennt die Regeln, 30 Minuten, die Uhr läuft. Okay. Eure Frage, ich rede nur noch, wenn ich gefragt werde. Okay, also eine Frage, die uns beide auch immer mal wieder unter den Nägeln brennt, weil wir da nicht einer Meinung sind, ist die Begrüßung der Hunde an der Tür. Also wenn man nach Hause kommt als Mensch, wie ist die richtige Begrüßung? Ist es eher das, so wie ich es mache, ich freue mich riesig, die Hunde zu sehen und betüttel die dann auch gleich und Carsten ist da erst straight, geht durch, zieht die Jacke aus, da werden die Hunde erstmal nicht beachtet. Mhm. Ja, und wie gesagt, bei mir ist dann immer etwas mehr Aufregung, Freude meinerseits und natürlich auch mehr Freude der Hunde. Ja. Sag mal, für Eheleute eine ganz diplomatische Antwort, der richtige Weg liegt in der Mitte. Okay. Also erstmal spielt es eine große Rolle, wie die Hunde in die Begrüßung gehen. Mhm. Ja? Wenn die Hunde mit ihrem Energielevel schon hier oben sind, dann gehe ich als Mensch nicht mit. Mhm. Ja, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die nicht ruhiger werden. Was du angesprochen hast, ist das Thema, ich freue mich ja auch, die zu sehen. Richtig. Ja? Da werde ich ein bisschen gemein von der Sprache her, weil ich sage, wieso auch? Wer sagt denn, dass das, was die Hunde zeigen, Freude in dem Sinne ist, die wir empfinden? Ja? Ich glaube schon, dass es eine Erleichterung ist und dass man im weitesten Sinne auch sagen kann, die Hunde freuen sich, ja, weil sie wieder Kontakt zum Rudel haben. Ganz nüchtern betrachtet sieht man dann aber in dieser Begrüßungsfreude ganz viele Zeichen der Demut. Also das sind Demutsignale, die Hunde zeigen, ja? Fachlich gesprochen. Diese Form der Demut zeichnet sich durch ein hohes Energielevel aus. Ja? Wenn wir das jetzt falsch interpretieren und glauben, das ist Freude, dann ist unsere Reaktion auf das, was Demut ist, falsch. Mhm. Dann würde ich eher bei Carsten sein und würde sagen, nimm es ruhig entgegen, ja? Aber ignoriere es nicht. Also nicht wie Graf Koks da durchmarschieren und sagen, interessiert mich alles nicht, weil stimmt ja gar nicht. Ja, es ist ja eher so eine Technik, ne? Nicht beachten, nicht beachten, nicht beachten, ich gehe da weg. Der Mittelweg sieht dann so aus, ihr kommt rein, geht kurz in die Hocke, damit die Hunde nicht springen müssen oder nicht weiter nach oben kommen müssen. Und dann gibt es so im Idealfall ein ganz kurzes Begrüßungsritual mit Stupsen, Lecken an der Hand. Ja? Dann bleiben, also ich mache das dann so, dass meine Hände von den Hunden wegbleiben. Mhm. Und wenn ich von allen dann diese Huldigung entgegengenommen habe, stehe ich ruhig wieder auf und gehe weiter. Und in der Regel ist es dann, wenn es richtig läuft und gut läuft, dann ist das in der Regel so, dass die Hunde sich dann wieder trollen und relativ schnell wieder ruhig werden. Und dass die nächste Begrüßung immer ruhiger wird. Also die nächsten Begrüßungsorgien werden dann immer sanfter und immer ruhiger. Okay. Und der Olli bringt zur Begrüßung immer, habe ich immer gedacht, er bringt mein Geschenk. Also er bringt mir immer irgendwas in der Schnute, meistens ein Schuh von mir, wenn ich den irgendwie habe stehen lassen. Gibt mir den aber nicht, sondern freut sich nur, zeigt mir, was er hat, dreht sich dann ab, zeigt mir wieder, was er hat. Und ist das was Tolles? So nach dem Motto, will mir ein Geschenk bringen. Bist du auf das Schlimmste gefasst? ich versuche das mal ganz nüchtern zu betrachten. Ja? Mhm. Die Begrüßung, die er erwartet mit dir, löst in ihm einen Konflikt aus. Mhm. Ja? Er weiß, gleich kommt sie und dann gibt es Missverständnisse. Diese Missverständnisse in der Kommunikation nimmt er wahr, du aber nicht. Okay. Ja, dadurch lösen diese Missverständnisse in ihm kleine Konflikte aus, ein bisschen Stress aus. Ja? Und er hat gelernt, durch Zufall oder weil es ein Labi ist, diesen Stress kann ich am besten damit kompensieren, dass ich etwas trage. Okay. Es gibt andere Hunde, die kompensieren diesen Stress mit Bällen. Mhm. Ja? Oder kauen auf irgendwas rum oder fangen an, sich zu kratzen. Ja? Bei ganz extremer Unruhe geht es dann so weit, dass die Hunde dann auf dem Liegeplatz liegen und sich selbst zerstören. Oder in irgendwas reinbeißen müssen. Manche nehmen auch die Hand des Halters. Das ist bei Doggen, also bei den Molosser-Typen ganz häufig. Die nehmen dann so einen Arm in die Hand ins Maul oder die Hand ins Maul. Ja, also insofern, es ist kein Geschenk. Es ist eher etwas, mit dem er sich selbst beruhigt. Aha, okay. Worin besteht dieser Konflikt? Ja, darin, dass er weiß, dass das Gespräch, was er erwartet an der Tür, nicht sauber läuft. Das ist dieses Thema mit der Hund möchte dir seinen Respekt entgegenbringen. Ja? Und du fährst dann hoch und sagst, ja, ich freue mich ja auch, dich zu sehen und so weiter. Und das ist in Hundesprache übersetzt, ist das kein, ich nehme deinen Respekt dankbar entgegen. Mhm. Ja?
Wenn man es ganz genau nimmt, dann ist das aus Sicht des Hundes eher so, dass du versuchst, dich noch mehr zu unterwerfen, als er das tut. Okay. Und dann wird es natürlich ganz doof für die Qualität der Beziehung. Mhm. Aber eine gute Beziehung zeichnet sich durch eine gute Kommunikation aus. Mhm. Und wenn die gestört ist, gerät einer, mindestens einer von beiden in den Konflikt. Und dann fange ich halt als Trainer an zu übersetzen und gucke, wie können wir das lösen. Jetzt muss das nicht per se eine Katastrophe für die Beziehung sein. Ja? Mhm. Aber da, wo ich dann Zusammenhänge sehe, zum Beispiel zur Aufmerksamkeit draußen oder Besucher beißen oder Besucher anspringen oder sowas, dann würde ich da auf jeden Fall drauf gucken, wie begrüßen die Hunde euch. Ja, bevor ich dann in das Problemverhalten oder sogenannte Problemverhalten gehe, um zu schauen, wie können wir da was verändern. Dann wird es relevant. Okay. Oder bei Menschen wie euch, die total neugierig und wissbegierig sind und auf eine gute Kommunikation mit ihren Hunden Wert legen, die jetzt mächtig am Grübeln sind, wie sie das nächste Mal ihre Hunde begrüßen. Ja, auch sieht man das. Ja. Nee, aber einfach, dass man mal drauf achtet und die Augen auf hat und nicht sagt, oh, der freut sich auf jeden Fall, sondern das mal ein bisschen kritischer beäugt, wenn man nach Hause kommt. Genau. Ja, die Vierbeiner sind halt darauf angewiesen, dass wir ihnen mit Verständnis begegnen. Mhm. Ja? Umgekehrt wird es schwierig, weil der Hund kann seine Welt nur schwer verlassen. Natürlich passt er sich an den Menschen an, auch an menschliche Kommunikation, das ist nicht die Frage. Aber irgendwo ist seine Anpassungsfähigkeit begrenzt. Und der Grund, warum viele Hunde dann Problemverhalten entwickeln, ist, dass Hunde damit dann an die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit kommen. Und dann haben die keine Möglichkeit mehr, Konflikte zu kompensieren oder Stress zu minimieren. Und dann wird es auffällig für den Menschen. Ja? Und dann kommt irgendwann ein Leidensdruck mit rein. Davon seid ihr ja Gott sei Dank weit entfernt. Aber es sind so die ersten Schritte. Das heißt nicht, dass das schlimm werden muss. Es äußert sich nur eine kleine Störung, wenn nicht. Okay. Apropos Konflikt. Die beiden sind ja nur Wurfbrüder. Aus einem Wurf und wir haben, als wir die bekommen haben, immer wieder zu sagen, oh, das geht nicht gut. Mhm. Oh, irgendwann verstehen die sich nicht mehr. Ja. Ist da was dran? Sind dir solche Fälle bekannt, dass Wurfbrüder oder Wurfgeschwister, wie auch immer, sich irgendwann nicht mehr verstehen und getrennt werden müssen? Klar ist mir das bekannt. Die Frage ist, ob es daran liegt, dass es Wurfgeschwister sind. Okay. Ja. Man kann ja nicht überprüfen, ob es nicht mit jedem anderen Hund auch passiert wäre. Das ist dann einfach so leicht zu sagen. Es liegt daran, dass es Wurfgeschwister sind, ist ja klar. Mhm. Dann kommt so dieses Märchen von, bei Hündinnen ist es am schlimmsten. Mhm. Die beißen sich, bis eine tot ist. Rüden sind da ja viel. Ne? Das ist Quatsch. Okay. Das ist totaler Quatsch. Ich meine, wann ist es denn dann bei euch soweit? Irgendwann muss es doch mal anfangen. Wir wissen es noch nicht. Ja, sind so 5, ja, genau. Ja, also nicht, dass ihr dann irgendwann in so eine Spirale von so einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommt, ne? Dass ihr denkt, oh Gott, oh Gott. Das passiert wirklich vielen Hundehaltern, die durch solche Fehlinformationen verunsichert werden. Und dann werden die Hunde verunsichert, weil die Menschen sich nicht mehr sicher sind, ob das hier noch gut geht. Mhm. Ja? Und am Ende ist der Trainer dann bestätigt worden, weil es wirklich einen Konflikt gegeben hat, dass er recht hatte, was totaler Mumpitz ist. Er hat lediglich diese Saat gesät, die dann aufgegangen ist. Ja? Das ist unverantwortlich, so ein Quatsch in die Welt zu setzen. Mhm. Okay. Ja. Mumpitz. Mumpitz, ja. Also, wie gesagt, wir erleben die beiden auch in keinster Weise so, von daher, also dazu gedacht, wir nutzen die Chance, um dich das einmal zu fragen. Genau. Ja. Und was mir ganz wichtig ist, nicht jede Hundegruppe muss getrennt werden, ne? Nur weil es mal kurz Konflikte gab. In der Regel kann ich dann gerade in diesen Konflikten auch sehr, sehr schnell die Ursache ausmachen. Wenn ich die dann beseitige, ja, habe ich in der Regel mehr Entspannung und mehr Zufriedenheit auf Seiten von Hunden und von Menschen, als ich es vorher hatte. Also da kann so ein Zwischenfall auch wirklich zum Segen werden, ja. Dass dadurch Informationen an den Tag kommen, die ich nutzen kann, um das Zusammenleben von Mensch und Hund noch mehr zu verbessern. Mhm. Ja. Ja, gut. Dann würde ich jetzt mal direkt mit der Frage anknüpfen, Hundespiel oder kein Spiel. Ja. Die beiden raufen halt ziemlich heftig miteinander, also die haben schon ein ruppiges Spiel. Dann lege ich dann auf die Pfoten, auf Ollis Rücken oder zieht ihm am Hals. die erste Frage ist, wie erkenne ich, ob das noch Spiel ist? Wann muss ich als Mensch dazwischen gehen und sagen, so jetzt ist Feierabend? Und
Stimmt es, dass die dann, wenn die so miteinander spielen als Wurfbrüder, dass das irgendwie so ein Proben für den Ernstfall ist, wenn dann wirklich mal irgendwie einer ankommt, der wirklich Ärger macht? Also, ja. Das ist sehr vielschichtig, das Thema Spielen. Also ich versuche es mal so zusammenzufassen. Es gibt so allgemeine Kriterien für Spiel, die erfüllt sein müssen, damit ich als Betrachter sagen kann, das ist Spiel oder das ist noch Spiel. Ja. Ja? Dazu gehören dann so Klassiker wie kurze Pausen in der Absprache, ein Rollentausch muss erkennbar sein, also heißt mal jagt der eine, mal jagt der andere oder mal steht der eine oben, mal der andere. Das sind ganz wichtige Kriterien. Mhm. Und der Punkt ist dann, dass jeder Hund auch noch seine individuellen Vorlieben hat, wie er spielt. Ja? Okay. Und nur weil es für die Rasse untypisch ist, wie der Hund spielt, heißt es noch lange nicht, dass es kein Spiel ist. Mhm. Ja? Und bei den beiden, ich habe sie ja nur jetzt schon mal im Training erlebt, die haben halt auch Spaß im Backen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die Gefangene machen im Spiel. Ne? Die gehen dann schon auch, auch so richtig, richtig zur Sache. Und gemessen an dem, was ihr sonst im Alltag erlebt mit denen, ja, sehe ich da keinen großen Konflikt drin. Okay. Überhaupt nicht. Es ist natürlich jetzt aus der Ferne wirklich schwer. Ne? Also erstmal brauche ich mehr als eine Situation, die ich beobachte, um zu sehen, wie spielen die. Nur weil ein Hund einmal so spielt, mit einem Hund heißt das nicht, dass das am nächsten Tag genauso wäre. Da muss ich dann wirklich über einen längeren Zeitraum wissen, was ist so die Vorliebe des einen und des anderen Hundes. Und erst dann kann ich Rückschlüsse da ziehen, ob das wirklich Spiel ist und ob es ihnen gut tut oder nicht. Ja. Und zu dem anderen Punkt, die Proben für den Ernstfall, da ist was dran. Also es gibt ja verschiedene Theorien, was Spiel ist. Mhm. Ja? Und ich würde mal so ein bisschen so die wissenschaftlichen Theorien verlassen und mal mehr in den emotionalen Bereich von Spiel gehen und sagen, Spiel ist wirklich was ganz Besonderes in der Beziehung und Spiel dient auch einfach nur dem Spiel. Mhm. Ja, und nicht irgendeinem tieferen Zweck. Okay. Und da gibt es viele Naturwissenschaftler, Verhaltensbiologen, die dem jetzt widersprechen würden und sagen würden, es gibt kein zweckloses Spiel. Und ich sage doch, weil ich es fühle. Mhm. Weil es sich für mich dann einfach anfühlt, es geht um nichts. Es geht einfach nur darum, dem anderen in die Augen zu gucken, zu vertrauen und zu wissen, wir verstehen uns und wir machen uns eine schöne Zeit. Mhm. Ja. Gut. Ja. Die nächste Frage geht auch so ein bisschen in dieses Geraufe. Und zwar fängt das schon mal an, wir sind unterwegs, wir rufen die Hunde. Mhm. Aus irgendeinem Grund ist dann einer schon bei uns oder die ganze Zeit bei uns und der andere eben noch nicht. Mhm. Und in dem Moment fixiert dann meistens Dan, ist dann bei uns, Olli ist meistens so der Trödler, der ein bisschen später kommt, muss noch irgendwas erledigen. Und dann geht Stan auf Olli los, wo wir immer sagen, ja, das sieht aus wie so eine Art Maßregelung. Du bist jetzt hier zu spät gekommen, wir wurden doch schon lange gerufen. Ja. Ist das so oder interpretieren wir das komplett falsch? Nee, würde ich bei den beiden schon so unterstreichen. Ja, das ist tatsächlich. Ja. Sehr witzig. Ist aber auch nichts Schlimmes. Ich habe das in meinem Rudel auch zwischen meiner kleinen Terrierhündin und der großen Fanny. Mhm. Wenn ich pfeife und Itzi ist dann schon auf dem Weg zu mir und sie sieht dann, Fanny hängt noch mit der Nase an einem Mauseloch oder so. Ne? Dann steht die zwischen mir und Fanny und guckt die ganze Zeit. Wenn Fanny dann die Nase hebt, ja, dann rast Itzi zu ihr und verbeißt sich so im Hals und springt so die ganze Zeit an ihr hoch, als wenn sie sagen würde, komm, mach schneller, der Alte ist schon sauer. Ja, so haben wir es halt auch. Ja. Interpretiert. Ja. Ist auch so, wenn Olli mal, wenn wir andere Hunde treffen und Olli versucht dann bei den anderen zu besteigen, dann ist Stan auch sofort da und maßregelt ihn und hält ihn davon ab. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt eine ganz wertvolle Info, ne, dass das nicht nur in der Situation mit den beiden passiert, sondern auch in Kommunikation mit anderen. Mhm. Das sagt etwas über die Rollenverteilung und die Aufgabenverteilung dieser beiden Hunde aus. Mhm. Ja. Dass er mehr so die Frohnatur ist, die sagt, naja, 5 Minuten habe ich noch, dann bin ich immer noch pünktlich. Ja. Und er sagt, nee, Alter, hier, du musst hier die Ordnung haben. Er hat schon dreimal was gesagt und jetzt komm endlich. Ja. Sowas. Ja, ne? Okay. Also er scheint dann wirklich eher der zu sein, der mehr Ordnung braucht, mehr Struktur braucht und der sensibler auf die Unordnung eines anderen reagiert. Mhm. Sei es er selbst oder ihr oder jemand außerhalb der Gruppe. Mhm. Ja. Heißt, weiter gedacht, er ist euer Barometer, euer Gradmesser dafür, wie viel Ordnung ihr in der Gruppe habt. Je weniger er auf die Uhr zeigt, also hier, Mama, hinne, ja, umso stabiler ist die Ordnung, die ihr habt. Mhm. Okay. Das ist ein ganz wertvoller Hund dann in der Gruppe. Ne? Ja. Das sind Hunde, die fahren wirklich die anderen runter und sagen, so können wir hier nicht miteinander umgehen. Mhm.
ja, wirklich, wenn Olli, wie gesagt, andere Hunde besteigen will, also Stan macht das nicht und er holt ihn sofort am Schlawittchen und sagt, so nicht, Kollege, lass das mal bleiben. Ein bisschen wie der große Bruder, der den Kleinen vor Dummheiten bewahrt. Mhm. Also nach dem Motto, leg dich nicht mit dem an, der hat auch einen großen Bruder. Ja, ja. Mhm. Ja. Oh, spannend, dass wir das richtig sehen. Eine schöne Erkenntnis, ja. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, manchmal ist es absolut legitim, bestimmte Verhaltensweisen auch menschlich zu interpretieren. Mhm. Ja, um ein Verständnis für die Gesamtsituation zu bekommen. Wissenschaftlich, kynologisch ist das jetzt wahrscheinlich der totale Mumpitz, den wir hier erzählen. Aber eingebunden in diese emotionale und intuitive Sichtweise, die ich ja auch vertrete, ne, im Zusammenleben von Mensch und Hund, macht das absolut Sinn. Und du kriegst einfach ein anderes Gespür für deine Gruppenmitglieder. Mhm. Und dann ist es auch legitim, bestimmte Sachen zu vermenschlichen und zu interpretieren. Ja. Wobei Maßregeln ja unter Hunden durchaus auch üblich ist. Absolut. Ja, ja, genau. Ja, ja, dann würde ich direkt nochmal zu der Frage kommen, wer ist der Chef von den beiden? Also außer uns natürlich, wir sind sicherlich auch Chef, aber ich meine jetzt so, ob man, fragen halt viele Hundehalter, ihr habt zwei Hunde, wer von den beiden hat denn das Sagen? Und die Frage halt, gibt es eine Rangordnung? Woran erkenne ich die Position? Also wer welche Position hat in der Rangordnung und kann sich eine Rangordnung ändern? Mhm. Und spielen wir als Menschen da auch irgendwie eine Rolle? Wir müssen, glaube ich, wegkommen von so einem Rangordnungsdenken, was so hierarchisch von oben nach unten angeordnet ist. Ja? Und mehr in die Breite gucken und mehr gucken, wer hat welche Aufgabe und welche Rolle in der Gruppe. Natürlich gibt es eine Rangordnung. Aber nicht so strukturiert im Sinne von unten ist Omega, oben ist Alpha. Omega darf nichts, Alpha darf alles, sondern eher wirklich wie auf so einem Tablett ausgerichtet. Ja? Wer steht wo? Und wer hat sich wem gegenüber wie zu verhalten? Das ist eher so ein familiäres Denken. Ja, der Günther Bloch, der beschreibt das immer wieder, wenn es um Wolfsfamilien geht. Der sagt immer wieder, Wölfe leben in Familienstrukturen und Familien sind auch nicht hierarchisch geordnet. Und die es sind, die machen eher den Anschein von einer Kaserne, ja, wo der Vater alles zu sagen hat und die Kinder müssen kuschen, ja, manchmal sogar die Frau. Und das ist keine gesunde Aufgabenverteilung. Insofern würde ich mich von diesem Chefdenken so ein bisschen verabschieden und sagen, wer übernimmt welche Rolle und wer trägt welche Verantwortung. Mhm. Ja? Und dann geht es auch, wenn wir uns jetzt nur das Zusammenleben der Hunde angucken, dann geht es mehr darum, Welcher Hund hat welche Kompetenz? Ja, und mit welcher Kompetenz nutzt dieser Hund der Gruppe? Und inwieweit bekommt er von der Gruppe die Möglichkeit, seine Kompetenz einzubringen zum Wohle der Gruppe? Und da gibt es Hunde, die sind sehr stark und kompetent darin, nach außen zu wirken und andere von der Gruppe fernzuhalten. Ja? Wieder andere Hunde sind kompetent darin, Angreifer anzuspielen und so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, ja, so ein bisschen einzuwickeln und die Wogen zu glätten. Wieder andere Hunde ordnen dann innerhalb der Gruppe sehr stark, ja, und schauen, wer verhält sich wem gegenüber wie und warum. Ja. Das ist eine völlig andere Sichtweise. Das ist mehr, da achte ich mehr auf die Dynamik der Kommunikation untereinander. Und das andere ist so ein Etagendenken. Ja. Wenn ich euch darin jetzt unterstützen würde, dann würde ich die Etagen festlegen und dann ist das festgeschrieben und es ändert sich nicht mehr. Ja. Dass aber innerhalb der einzelnen Momente und der Situation andere Kompetenzen gefragt sind und dass es dann in der Gruppe auch Sinn machen kann, dass ein rangniedriger Hund Verantwortung übernimmt für die Gruppe. Das geht dabei völlig verloren. Ja? Und das ist so eines meiner Lieblingsthemen, das ist mehr Hundehaltung und wirklich dieses ruhige Beobachten von wer füllt welche Aufgabe aus. Und das ist viel wichtiger als die Frage nach, wer von den beiden ist Chef. Okay. Und wenn wir jetzt das ganze System noch erweitern und schauen, welche Rolle spielen die Menschen da drin, naja, genau die gleiche. Im Grunde genommen sind die Menschen dann die Verbindung dieser hundlichen Ordnung hin zur menschlichen Welt. Mhm. Ja, also ihr müsstet dann im Grunde genommen organisieren, wie können wir als Gruppe, die eine gewisse Ordnung hat, durch die Welt gehen, in der andere Menschen von uns in Ruhe gelassen werden wollen, ja, nicht belästigt werden wollen, wo wir aber auch das Recht haben von anderen. Freiraum zu bekommen und in Ruhe gelassen zu werden. Und dann kriegt das eine ganz andere Qualität. Mhm. Je größer die Gruppe, umso leichter ist es zu erkennen, was da läuft. Das ist schön. Ja, das stimmt, ja.
Ja. Okay. Ja, also wenn das von Situation zu Situation unterschiedlich ist, dann behaupte ich jetzt mal, wenn es irgendwie um Sofa oder Bett geht, ist der Olli der Chef. Wir haben nämlich hier und da mal die Situation, Olli liegt dann schon, also da ist er dann immer schneller, beim Ranrufen ist Dan immer schneller, wenn es um Schlafplatz geht, ist Olli immer schneller. Und wenn er dann schon auf dem Sofa liegt oder auf dem Bett liegt, Stan kommt an, guckt mal, wo wäre denn noch ein Plätzchen für mich, dann kommt es schon mal vor, dass er ihn also anbafft und anknurrt. Ja. Wie sollen wir damit umgehen, ist dann eigentlich die Frage. Ist halt schlimm, also Stan ist völlig unbeeindruckt, der geht dann trotzdem daneben. Das ist ein schönes Beispiel für eine richtige Verwendung des Begriffs der Dominanz. Ja? Aber nicht im Sinne von Dominanz als Eigenschaft, sondern Dominanz als Verhaltensweise, ja, in einer Situation. Und man spricht da ganz klassisch von einem situativen Dominanzverhalten. Also er verhält sich situationsbezogen auf dem Sofa dominant ihm gegenüber. Das heißt aber noch lange nicht, dass er der Chef ist. Das heißt lediglich, dass er situativ ein Bedürfnis durchsetzt. Ja, ob er damit dann landet oder nicht, du hast es gerade gesagt, unbeeindruckt. Und dieses Unbeeindrucktsein von dieser situativen Dominanz, ja, könnte ein Anzeichen für die formale Dominanz sein. Und das ist diese sogenannte Langzeitdominanz, wo er ist Olli, ne? Er ist Stan. Ich werfe die mal durcheinander. Wo Stan sich auf das gesamte Miteinander bezogen, formal dominant ihm gegenüber verhält. Das heißt aber nicht, dass er es ständig raushängen lässt. Da sind Hunde weiter in ihrer Entwicklung als Menschen. Okay. Ja? Das Motto hat er nicht nötig. Genau. Wenn ich mich auf so eine Diskussion einlasse, damit beweise ich keine Stärke, sondern Schwäche. Und das können Hunde wunderbar. Und da muss man halt unterscheiden, ne? In welchen Situationen verhält Olli sich dominant. Das ist dann situativ. Und in welchen Situationen tut er es? Und das Schöne ist, bei souveränen, hierarchisch hochstehenden Hunden, sage ich mal, ja, also im alten Denken hierarchisch hochstehenden, den siehst du gar nicht an, dass sie sich dominant verhalten. Weil die es gar nicht nötig haben. Okay. Die sind so souverän und so stark, dass das von den anderen sowieso akzeptiert wird. Ja? Und Hunde, die das raushängen lassen müssen, sind selten die Chefs. Okay. Ja, es sieht dann auch deutlich chefiger aus, wenn es denn dann, der zuckt ja noch nicht mal zusammen und einfach nur genau. Und sich daneben legt. Und boah, dann ist auch gut, ne? Also da macht er dann noch nichts weiter. Genau. Ja. Dem Olli ist wahrscheinlich dann in der Situation das Bett oder das Sofa schon wichtig, oder? Ja, das ist ihm dann schon. Platz dann sehr wichtig. Ja. Sollte man denn da jetzt als Mensch was machen, eingreifen oder sagen? Solange da kein Gefahrenverzug ist, lässt du das so laufen, dass die Hunde kriegen es doch gut alleine hin. Die laufen das. Habe ich schon mal überlegt, da mal Olli den runterschmeißen und alles gut. Ne? Nein. Das ist oft, wenn du da den Falschen runterschmeißt, kann es sogar passieren, dass du dadurch Konflikte schürst. Okay. Oh, okay. Ja. Nicht direkt in der Situation, aber so unmerklich schleicht sich dann etwas ein. Ja, und dann ist der Mensch der Störfaktor der Ruhe der Hunde. Weil die es eigentlich so geregelt hätten. Genau. Ja. Genau. Okay. Also ein guter Chef oder ein guter Führer einer Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr weise unterscheiden kann zwischen Situationen, wo er gebraucht wird, da ist er dann da, und Situationen, wo er sich raushält. Und dann hält er sich auch raus. Ja. Gilt übrigens auch für Eltern, auch für Lehrer, auch für Chefs in den Firmen. Ja. Na gut, das hätten wir jetzt anders. Also wir hätten gedacht, wir müssen dann da noch, ja, um jetzt bei dem Wort Chef zu bleiben, jetzt haben wir es ein paar Mal genannt, ja, ja, dann irgendwie Überchef zu sein und zu sagen, nee, also wir bestimmen hier, wer aufs Bett, aufs Sofa darf. Nein. Aber gut, dann nochmal ein guter Hinweis, dass du sagst, die regeln das und sie regeln es ja auch. Also, genau. Ja. Also nur nochmal für alle, wir benutzen jetzt die alte den alten Begriff Chef, einfach nur um das zu vereinfachen in der Kommunikation. Ne? Wir haben es ja eben lang und breit erklärt. Ja. 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 Die nächste Frage hat den Titel Abendstimmung. Unsere beiden Jungs liegen eigentlich so wie hier jetzt den ganzen Tag relativ entspannt, ob jemand zu Hause ist oder nicht, das ist dann eigentlich relativ egal. Und kaum wird es dunkel, irgendwie die Tageszeit ändert sich. Wird die Aufmerksamkeit dann unangenehm. Also es wird mal gebellt, es wird rausgeschaut, wo man draußen nichts sieht.
auch wenn wir da sind, gibt es dann schon mal den einen oder anderen Beller, den man dann natürlich unterbindet. Frage hierzu, wie mache ich es? Also muss ich dann irgendwie laut werden und sagen, so Ruhe jetzt? Oder gehe ich leise drauf ein und sage, da hat doch jetzt nur ein Hund gebellt oder da war, ist nichts Schlimmes, dass ich da irgendwie so eine kleine Geschichte draus mache. Ja, und wenn die alleine sind, wenn wir nicht da sind, haben wir es schon versucht mit Rollo runter, Licht an, Licht aus, also schon diverse Musik Tricks, an. Musik an, genau. Aber da bellen die sich dann auch ziemlich in Rage, obwohl jetzt draußen ja nicht ständig irgendein störendes Geräusch sein kann. Mhm. Also da sind wir so ein bisschen ratlos und ja. Der eine oder andere Nachbar fragte uns dann auch schon, ihre Hunde können wohl nicht gut alleine sein abends. Tagsüber ist das kein Problem. Außer es läuft gerade eine Katze durch den Garten oder der Postbote klingelt. Also wir wissen es, weil wir eine Kamera zu Hause stehen haben, wo wir dann über das Handy reingucken. Also ich könnte jetzt ganz schlau eine Antwort aus dem Ärmel schütteln und euch erklären, warum das so ist. Mhm. Ja? Mhm. Tue ich aber nicht, weil ich die Antwort auch nicht habe. Ja? Und das ist, eine gute Möglichkeit, mal was loszuwerden, was in den ersten beiden Videos, was ich nicht angesprochen habe. Mhm. Und das ist der Fall, Hundehalter sind mit Verhaltensweisen ihrer Hunde konfrontiert, die so auffällig komisch sind, ja, dass es keinen Sinn macht, darüber nachzudenken, welches natürliche Verhalten steckt dahinter. Ja. Und dann kommt eine Kollegin von mir ins Spiel, mit der ich seit einigen Jahren schon zusammenarbeite und immer intensiver zusammenarbeite, die sich darauf spezialisiert hat, genau in diesen Situationen hinzugucken und sich zu fragen, für was steht das? Ja, das ist die Andrea Oppermann, die auch mich in den letzten Jahren in meiner Art des Trainings unglaublich weit gebracht hat, andere Sichtweisen einzunehmen, eine andere Haltung einzunehmen, den Hund auch mit aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten. Mhm. Und ich würde die Antwort jetzt über sie geben, ja, und sagen, das ist der Moment, wo ich Hundehaltern rate, nehmt Kontakt zu ihr auf. Ja, wenn euch das wichtig ist und lasst mal mit ganz anderen Augen darauf schauen, als ihr das aus dem Hundetraining gewohnt seid. Mhm. Ja? Klingt jetzt auch ein bisschen kryptisch, weil ich müsste jetzt sehr weit ausholen, um zu erklären, was sie macht. Ja, wobei ich das auch nicht wirklich kann. Ich kann nicht genau erklären, wie und was sie da genau macht. Ich kann nur sagen, dass das unglaublich faszinierend ist und dass es Möglichkeiten eröffnet, Mensch und Hund zusammenzubringen, die im klassischen Hundetraining fehlen. Okay. Also mein Anteil ist ja schon recht hoch mit Beziehungsstrukturen aufdecken und so weiter. Sie geht da nochmal einen ganzen Schritt weiter. Mhm. Und das Schöne ist, dass ich halt auch mit ihr in solchen Fällen zusammenarbeite, sodass wir, wenn ich im Training nicht weiterkomme, weil so eine Verhaltensweise einfach über klassisches Training nicht zu lösen ist, dann schicke ich meine Leute zu ihr und wir sind dann quasi im Austausch und sie gibt mir Informationen, was sie gesehen hat, was nötig ist und ich mache dann im Training weiter. Mhm. Und das ist absolut verrückt, was da möglich ist. Okay. Ja. Mhm. Und das klingt, also ich habe da mittlerweile auch so ein ganz gutes Bauchgefühl entwickelt. Und jedes Mal, wenn sich dieses Gefühl meldet, dann höre ich auf, Hundetrainer zu sein und irgendwie klug zu schwätzen und euch zu erklären, dass es mit dem veränderten Luftdruck oder was weiß ich was zu tun hat. Mhm. Okay. Befriedigt euch die Frage oder? Nö, aber vielleicht kriegen wir von Ihnen eine Antwort. Ich kann euch ja vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe auch überlegt, ob ich mal mit ihr zusammen ein Interview mache. Mhm. Einfach um auch ihre Arbeit im Zusammenhang mit meiner Arbeit vorzustellen oder unabhängig von meiner Arbeit. Mal gucken, ob wir das im Januar hinkriegen. Fände ich super. Weil da gibt es eine Menge zu sagen. Mhm. Okay. Okay. Ja, gut. Ja, dann habe ich noch eine Frage, die geht auch in Richtung Schlafplatz. Wie wir ja gerade schon in der Frage verraten haben, schlafen unsere also auch gerne mal auf dem Sofa, auf dem Bett. Und auch da gibt es ja sehr viele Meinungen, wahrscheinlich noch mehr Meinungen als Hundetrainer. Mhm. Der Hund soll schlafen, wo er keinen Überblick hat, er soll nicht erhöht liegen, er soll dies nicht, er soll das nicht. Mhm. Was ist aus deiner Sicht der ideale Schlafplatz für den Hund? Ideal ist der Schlafplatz, wo er gerne schläft. Also der ideale Schlafplatz ist tatsächlich der, wo der Hund sich gerne zur Ruhe bettet und entspannen kann. Mhm. Ja, wenn er auf seinem Liegeplatz ist und nicht zur Ruhe kommt, ist es kein Schlafplatz, dann ist es ein Liegeplatz. Mhm. Oder vielleicht auch ein Wachposten. Ja? Mein Rat ist da, die Hunde beobachten und gucken, wo sie zur Ruhe kommen. Fertig. Mhm. Und meine Hunde, ja, wo schlafen die? Meistens schlafen alle fünf im Schlafzimmer, so ums Bett rum verteilt. Bis auf eine, das ist Itzi, die schläft dann eher so
manchmal so an, auf meinen Füßen, manchmal auch so auf meinen Knien. Manchmal geht sie auch nachts auf den Liegeplatz, kommt dann morgens wieder. So sieht es bei uns eigentlich aus. Also die Hunde gehen abends, wenn sie möchten, freiwillig mit ins Schlafzimmer. Sebastian, mein Rüde, der ist, wenn der sieht, ich mache mich bettfertig, dann flitzt der sofort ums Bett, legt sich in seine Ecke und dann ist der Hinter bis morgens nicht mehr gesehen. Mhm. Ja? Die beiden Hunde von meiner Frau, die liegen manchmal, liegt eine im Bett, meistens liegen sie beide neben oder vor dem Bett, manchmal auf dem Liegeplatz, manchmal auf dem Boden. Die sind da ein bisschen flexibler. Meine Große, die Fanny, die liegt immer häufiger auch im Schlafzimmer auf ihrem Liegeplatz. Das ist aber auch neu. Das hat sich auch ganz, ganz deutlich verändert durch eine Arbeit, die ich mit der Andrea zusammen gemacht habe. Mhm. Also Arbeit an mir und meiner Beziehungsrolle zu meinen Hunden. Und seitdem geht Fanny abends auch freiwillig mit ins Schlafzimmer. Die hat eine lange Zeit wirklich ganz alleine unten im Wohnzimmer geschlafen, was mir dann auch oft echt leid getan hat. Mhm. Und von jetzt auf gleich war das plötzlich anders. Mhm. Da komme ich vom Zähneputzen, gehe ins Schlafzimmer und sehe dann, die liegt ja da. Ja. Das ist so ein Beispiel so für Situationen, die mir, also das ist eine Situation, die mir aufgefallen ist, die mir auch ein bisschen Magenschmerzen bereitet hat und die sich in Anführungszeichen so ganz nebenbei verändert hat, dadurch, dass ich etwas an der Stelle verändert habe, was mit meinem mit dem Umgang mit den Hunden überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Das hat was mit mir und meiner Person zu tun. Ja. Spannend. Mhm. Ja. Ist es, sehr. Ja, wir haben auch schon Tradition, wir sagen dann immer, ab in die Pofe, ja. Und dann geht der Olli schon die Treppe hoch und legt sich nochmal hoch aufs Bett. Das sind dann so ganz normale Rituale. Ja, genau. Das ist so schön. Da weiß er schon Bescheid. Ja. Also ich bin da ganz pragmatisch. Also wenn Ruhe einkehrt und die Hunde kommen mit den Liegeplätzen klar und es gibt keinen Stress, dann lass sie doch schlafen, wo sie wollen. Ja. Okay. Machen wir. Gut. Eine Frage hätte ich. Ja. Ist die Zeit zuletzt? Ja, so gerade. Ja, okay. Und zwar eine Frage, die mich jetzt auch schon länger beschäftigt, Pflegekörbchen werden. Also ich überlege, oder wir überlegen, dass wir uns mal als Pflegestelle anbieten möchten für eine Weile. Mhm. Bedenken, also Überlegung meinerseits ist, wird das den beiden gut tun, stört dann ein dritter Hund, dann das bestehende Rudel und was muss man beachten, welchen Pflegehund man nimmt, ist wahrscheinlich dann eher noch ein Rüden oder eine Hündin. Das ist eine komplette Sendung. Okay. Also schnelle Antwort, ja, ein Pflegehund wird das Rudel stören, heißt aber nicht, dass es ihm schaden muss. Mhm. Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Geschichte, gerade wenn dir... die Beziehung zum Hund wichtiger ist als Erziehungsergebnisse. Das liegt einfach daran, der Hund, der zur Pflege kommt, der weiß, dass er nicht bleibt. Das bedeutet, du hast den dritten Hund nie so integriert ins Rudel, ja, wie er sich integrieren würde, wenn er wüsste, er ist jetzt euer dritter Hund. Ja? Das merken natürlich auch die beiden, die da sind. Ja? Und dadurch kannst du nie sagen, verhalten die beiden sich jetzt diesem Hund gegenüber so, weil die wissen, dass er nicht bleibt, weil es ein Gast ist, oder würden sie sich ihm gegenüber auch so verhalten, wenn er bleiben würde? Und das ist echt tricky. Also da kriege ich immer so ein bisschen Puls, wenn ich mit Pflegestellen Kontakt habe, die dann sagen, ich habe einen Pflegehund und der ist nicht so einfach und der beißt so meine Hunde, die schon da sind. Wie kann ich den erziehen? Muss ich ihn maßregeln? Wo ich als meine erste Reaktion ist, du hast doch gar keine Beziehung zu ihm. Der ist doch auf der Durchreise. Ja. Und dann hast du auch nicht das Recht, ihn zu maßregeln oder ihm vorzugaukeln, dass es eine Beziehung gäbe. Die Hunde sind doch nicht doof. Mhm. Die merken die? Ja, das hattest du im letzten Interview auch gesagt, dass die merken, dass die wirklich nur, so, dass das jetzt gerade auf der Durchreise sind. Ja? Ja, okay. Definitiv. Ja. Also ist eine Belastung fürs Rudel, aber... Muss keine negative sein. Der gute Zweck ist natürlich auch noch dahinter, ne? Wenn man das dann in Kauf nimmt. Ich sage ja, das ist Stoff für eine ganze Sendung. Okay. Ja, und ich könnte jetzt viele, viele Situationen, viele Eventualitäten anführen. Mhm. Ich bin kein Schwarzmaler. Ja, und ich will jetzt nicht sagen, das geht garantiert in die Hose. Ich mahne nur zur Vorsicht und zur Achtsamkeit und zum genauen Hingucken. Okay. Also es ist schon schwer genug, die Strukturen zu erkennen bei drei Hunden, die dauerhaft zusammenleben. Ja? Das dann als Laie in Anführungszeichen oder Unerfahrener richtig einzuordnen, wenn du diese Komponente auch noch dazu nimmst, Pflegestelle, dann wird es echt tricky. Okay.
Und dann kommt die Tierschutzorganisation noch mit rein, die auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Ja? Und das wird ganz schnell so ein undurchsichtiger Brei, je nachdem, welchen Hund ihr euch da ins Haus holt. Okay. Also ich biete mich da gerne an, das mit zu begleiten, ja, als Berater. Mhm. Werden wir eventuell darauf zurückkommen. Genau. Ja. Vielleicht mache ich da mal einen eigenen Podcast oder ein eigenes Video draus und beschreibe das noch ein bisschen ausführlicher. Wir müssen jetzt leider an der Stelle zum Ende kommen, weil wir haben schon deutlich überzogen, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Ja, sagen wir jetzt noch am Herzen. Ja, kann ich gut verstehen. Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Da steckt auch unglaublich viel noch drin, auch Menschen zu vermitteln, die Pflegestelle sind, weil ich finde die Motivation dahinter ja toll. Ja? Das ist ja überhaupt keine Frage. Nur es muss auch mit ein bisschen Verstand und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl angegangen werden. Ja, deshalb haben wir uns ja auch, überlegen wir ja auch noch. Und genau. Ja. Super. Gut. Ja. Ich danke euch sehr. Der obligatorische Gutschein, ignoriere den Namen. Das war jetzt ein Insider, ihr könnt jetzt nicht wissen, was gemeint ist. Ich halte ihn mal zu. Ja, super. Kommt gut nach Hause, passt auf die Mäuse auf und wenn Pflegestelle ansteht, quatschen wir nochmal. Sehr gerne. Dankeschön. Euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Passt auf eure Hunde auf, kommt gut durch die kalte Jahreszeit und bis bald.